Sido featuring Monchi von Feine Sahne Fischfilet. Leben vor dem Tod. Ist das ein Party-Track? Dieselben müden Fratzen jeden Morgen in der Bahn. Die gleichen grauen Tage, schön ordentlich geplant. Der Bagel ist okay, der Kaffee schmeckt nach Fuß. Aber bitte schön freundlich, na wie geht's, danke gut. Alle stehen immer 24-7 unter Strom und sind glücklich über 5 Minuten Frieden auf dem Klo. Ist doch alles installiert, bilanziert, finanziert, illustriert, kleinkariert, Briefpapier, DIN A4. Und auf einmal fällt dir auf, alles dreht sich im Kreis. Du fragst dich, hab ich schon alles gesehen? Schön, also Sido, der Sido gefällt mir, auch wenn ich habe schon so viele Kommentare einstecken müssen, weil ich dir aussage oder ich habe mal gesagt so, ey, mir gefällt der Sido voll gut, der einfach so erwachsen klingt, so reflektiert und erinnert euch, keep in mind, das letzte Mal, als ich halt Sido gehört habe, war noch zu Sektezeiten, also alles ist die Sekte, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, aber so die Anfänge so und auch mit meinem Kumpel Ulf, Shoutout geht's raus aus dem Corsa, den er dann, beste Story ever, Corsa, den er einfach irgendwie nach einer wilden Partynacht in einem Feld abgestellt hat, in einem Graben, ausgestiegen ist, abgeschlossen hat, die Nummernschilder abgerissen hat und einfach weggelaufen ist. Das war eine epische und wilde Nacht. Das waren wilde Zeiten, Freunde. Heutzutage kann man das, glaube ich, nicht mehr machen und sollte man auch nicht mehr machen. Aber er hat irgendwie auch noch das ganze Zeug gepumpt und ich dachte immer so, was ist denn das? Und da kannte ich halt Sido, ja. Und das hier gefällt mir aber sehr, sehr, sehr gut. Ich mag einfach dieses ein bisschen reifere. Dieselben müden Fratzen jeden Morgen in der Bahn. Die gleichen grauen Tage, schön ordentlich geplant. Der Bagel ist okay, der Kaffee schmeckt nach Fuß. Aber bitte schön freundlich, na wie geht's, danke gut. Alle stehen immer 24-7 unter Strom und sind glücklich über 5 Minuten Frieden auf dem Klo. Ist doch alles installiert, bilanziert, finanziert, illustriert, kleinkariert, Briefpapier, DIN A4. Und auf einmal fällt dir auf, alles dreht sich im Kreis. Du fragst dich, hab ich schon alles gesehen und da reicht. Irgendwann ist es zu spät und dann fehlt dir die Zeit. Denn der Zeiger bleibt nicht stehen, alles geht mal vorbei. Lass uns leben, Dicker. Lass uns leben vor dem Tod, so richtig übertreiben. Lass uns leben vor dem Tod, wir haben doch nur das eine. Warum sollen wir da hoch, wenn hier das Paradies ist? Komm, genieß es, dieses Leben vor dem Tod. Oh. Ich hatte Feine Sahne Fischfilet mal auf irgendeinem Festival. Ich weiß nicht, welches Festival es war, aber da waren die auch. Und ich habe es mir nett angehört, weil, und das ist Story of my life, klein Andi, ich habe auch schon so viele Bands einfach verpasst, ey. Also schon dann auch ein paar Mal dann wieder gesehen oder so, einfach weil ich zoned out, um es mal mit den Worten von das sozusagen, irgendwie im Sunny-Zelt lag und das mir so oft passiert und es war so crazy. Auf jeden Fall, die habe ich damals verpasst, jetzt hole ich es nach. Die passen sehr, sehr gut zusammen und er ist wahrscheinlich der Sänger, ich weiß nicht, aber stabil auf jeden Fall. Ist irgendwie so voll entspannt. Lass es leben vor dem Tod, wir haben doch nur das eine. Warum sollen wir da hoch, wenn hier das Paradies ist? Komm, genieß es, dieses Leben vor dem Tod. Weißt du noch, Dicker, als wir jung waren, war noch alles witzig. Aber nur einmal nicht geguckt, dann bist du alt. Ich mein, das Leben ist nicht immer falsch und richtig. Aber gar nicht leben ist so richtig falsch, verstehst du? Der eine geht heute Mittag schon nach Hause, der andere bucht den ersten Flieger Richtung Meer. Denn das Herz sagt dem Kopf halt die Schnauze, mach das Handy aus und flieg mir hinterher. Weil du dann auf einmal merkst, alles dreht sich im Kreis. Du fragst dich, hab ich schon alles gesehen und erreicht. Irgendwann ist es zu spät und dann fehlt dir die Zeit. Denn der Zeiger bleibt nicht stehen, alles geht mal vorbei. Lass uns leben, Dicke. Lass uns leben vor dem Tod, so richtig übertreiben. Lass es leben vor dem Tod, wir haben doch nur das eine. Warum sollen wir da hoch, wenn hier das Paradies ist? Komm, genieß es, dieses Leben vor dem Tod. Ja, das ist auch eine schöne Message. Das ist ja immer auch so die Frage, ne? So dieses wirklich YOLO, der YOLO-Lifestyle oder dann so, es ist schwierig. Aber ich glaube, das verändert sich auch im Laufe der Zeit. Ich finde, früher habe ich auch gesagt, okay, Vollgas, ja, Pedal to the Metal, extrem alles rausbomben, so, du lebst nur einmal. Aber dann habe ich halt auch schnell gemerkt, dass das in verschiedenen Bereichen auch sehr, sehr kurzfristig gedacht ist, weil nächster Morgen kommt und Andi wacht auf. Nächster Morgen kommt und, ja, die eine oder andere Sachen gemacht, auf die man nicht so stolz war und hat sich dann am Abend vorher gedacht, YOLO! Und im Laufe der Zeit habe ich auch gemerkt, wie man das auch in eine Richtung lenken kann, das, oder die trotzdem nachhaltig ist, aber auch mit maximalem Spaß verbunden ist. Aber ich glaube, das ist so die normale Entwicklung, die jeder, glaube ich, mal durchmacht oder eben nicht.
Deswegen finde ich den Song echt cool. Holt ab, definitiv. Auch wenn hier das Paradies ist, komm, genieß es, dieses Leben vor dem Tod. Lass uns leben, Dicker. Yeah. Oh. Lass uns leben, Dicker. Yo. Oh, es ist wild. Schön, schönes Video, ja. Ist auch, er ist gechillt. Ist halt auch die Frage, wie man Leben definiert, ne? Also was einem die maximale Erfüllung gibt. Ich mag, wie er das betont mit dem, ne, wenn hier das Paradies ist. Ich mag seine Betonung sehr. Voll tot, wir haben doch nur das eine. Warum sollen wir da hoch, wenn hier das Paradies ist? Komm, genieß es, dieses Leben voll tot. Wow. Nice. Ey, gefällt mir. Das ist ein schöner Song. Sido und Monchi, Leben vor dem Tod, auch eine coole Message. Und da kann man ja auch wieder so sagen, so ey, ach, ich weiß nicht, ich würde am liebsten den ganzen Streamer so füllen mit solchen Diskussionen, aber das könnte man vielleicht auch irgendwann mal machen, so uns Topic raussuchen und zu einem Topic Musik hören und zwischen den musikalischen, also zwischen den Songs quasi drüber sprechen, weißt du? Das finde ich auch mal geil irgendwie. Das finde ich auch mal geil. So Thementage. Wir sagen alle Songs, klatscht mir alle Songs zum Thema was weiß ich rein. Ja, wir machen Thema und quatschen dann über ein Thema zwischen den Songs. Hätte ich auch voll Bock drauf irgendwie mal zu machen mit euch. Ey, Squad.